Ich begrüße auf der Bühne zum Thema Fußball-Bundesliga 2025. Was wollen wir? Was müssen wir? Herzlich willkommen, Heribert Bruchhagen, Vorstandsvorsitzender Hamburger SV. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Bruchhagen. Nehmen Sie gern Platz. Ich begrüße ferner Oliver Minzlaff, Geschäftsführer RB Leipzig. Hallo. Hallo, Herr Minzlaff. Und last but not least Max Eberl, Sportdirektor Borussia Mönchengladbach. Herzlich willkommen. Hallo. Nehmen Sie da Platz. Ja. So, bevor wir starten, eine kurze Einordnung. Wir werden ein breites Themenspektrum abarbeiten dürfen, von sportlicher Performance der Bundesligisten über Internationalisierung, nationale Spreizung bis hin zum Thema Digitalisierung. Und kurzer Einwurf auch noch, Sie haben es vielleicht gesehen in der App, wenn Sie App-Nutzer von Spobe sind, wir haben auch Umfrageergebnisse, die wir gleich mit einbringen werden, von Ihnen quasi abgestimmt zum Thema, welchen internationalen Stellenwert wird die Fußball-Bundesliga wirtschaftlich und sportlich im Jahr 2025 haben und wie bedrohlich ist die zunehmende Dominanz des FC Bayern München für die Attraktivität des Produkts Fußball-Bundesliga. Sie können da auch jetzt noch abstimmen, das wird alles noch eingepflegt in die Abstimmungsergebnisse. Herr Bruchhagen, ich möchte mit Ihnen gern starten. Wir haben uns die Frage gestellt, ja, oder wir haben Ihnen die Frage gestellt, was wollen wir, was müssen wir? Ist das überhaupt die richtige Fragestellung von uns? Wie oft denken Sie gerade an das Wir oder denken Sie dann doch eher an das Ich, an den HSV, an den einzelnen Club? Mikro bitte nehmen. Es ist unzweifelhaft so, dass wenn man in einem Club Verantwortung trägt für das Gesamtgeschehen bei über 200 Mitarbeitern, dann kann man sich überhaupt nicht davon lösen. Und dann ist natürlich der sportliche Erfolg, das, was auf dem grünen Rasen sich abspielt, das A und O. Und daran wird alles bemessen. Und auch die Verantwortung für die, beginnend bei der Verpackerin im Merchandising bis hin zu den Lizenzspielern für die jeweilige wirtschaftliche Situation eines Gesamtvereins, für die Auswirkungen, die auf das Umfeld, auf die Stadt, denn die Bundesliga ist ja ein wesentlicher Bestandteil, ein Standortfaktor für eine Region und für eine Stadt. All das hat Auswirkungen und dann trägt man eine Gesamtverantwortung und die trägt man nicht nur, wenn man im Büro sich aufhält oder bei den Spielen insbesondere, sondern die trägt man immer mit sich und man kann sich in diesem Beruf davon eben nicht freimachen und nicht lösen. Also dann aber Fokus auf den HSV und auf die Verantwortung, die Sie dort haben. Herr Eberl, Hand aufs Herz, wie oft denken Sie an das Wir, an die, wo wollen wir mit der Liga hin oder steht dann doch zu 98% das Wohl und Wehe von Borussia Mönchengladbach im Fokus? Ich sag mal, wie der Herr Rebert es gerade gesagt hat, natürlich schaust du, was dein Verein macht und dafür müssen wir auch unsere ganze Arbeit investieren und reinbringen. Aber mittlerweile habe ich auch gelernt, dass man schon ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen soll, weil diese Fußball-Bundesliga mit allem, was dazugehört ist, hat so eine unglaubliche Kraft genommen, hat so einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft eingenommen, dass wir uns schon Gedanken machen müssen, was dieser Fußball auch alles bewegen kann. Natürlich dieses Ergebnis am Wochenende beeinflusst dich und da kannst du nicht frei werden, wenn du ein Spiel verloren hast. Und jetzt denke ich mal an die Gesellschaft. Also das beeinträchtigt dich schon in der Denkensweise. Aber ich finde schon, dass wir die handelnden Personen da ein Stück weit auch über den Tellerrand hinausschauen müssen, um einfach diese Bundesliga, die, wie gesagt, diese wichtige Rolle hat, auch eine gute Rolle bleibt. Herr Minzlaff, Herr Seifert hat in der Neujahrsansprache von einem Jahr der verpassten Chancen gesprochen, aus Sicht der Bundesliga. Sehen Sie das auch so? Jein, also erstmal fand ich die Ansprache von Herrn Seifert völlig richtig, weil uns geht zwar gut, aber wir müssen natürlich auch an die Zukunft denken und die Bundesliga ist ein wertvolles Produkt, was über Jahre toll aufgebaut wurde, aber wir stehen natürlich auch an einer gewissen Kreuzung und müssen sicherlich dann auch jetzt die richtigen Entscheidungen treffen und den richtigen Weg gehen. Und man kann sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, naja, die Premier League ist die Premier League, aber wir haben den TV-Vertrag wieder verbessert und wir haben tolle Stimmung in den Stadien und oft ausverkaufte Stadien,
sondern Herr Seifert hat natürlich recht, dass es um den nächsten Schritt zu gehen, dass da natürlich jeder Einzelne gefragt ist und jeder einzelne Verein gefragt ist. Also daher konnte ich im Grundsatz sicherlich die auffordernde Ansprache von Herrn Seifert schon sehr gut nachvollziehen. Also das Jahr der verpassten Chancen bezog sich ja vor allem, denke ich, auf die sportliche Performance von einigen Clubs, oder zumindest in der Europa League, im internationalen Wettbewerben. Herr Ebel, Sie sind Sportdirektor und müssen sich noch mehr als beiden Herren immer mit der sportlichen Performance dann auch auseinandersetzen. Können Sie mir das erklären? Also Clubs mit einem Etat von deutlich über 100 Millionen, wie Berlin, wie Köln, wie Hoffenheim, haben in der Europa League reihenweise gegen Clubs... Umsatz, Sie meinen Umsatz. Umsatz, ja. Weil Sie sagten Etat. Ne, Entschuldigung, Umsatz. Haben gegen Clubs wie SC Braga, Östersund, FK, ich kann die fast gar nicht alle ausbringen, Soja, Luhansk und Razgrad verloren. Was läuft da falsch? Also es müsste doch schon der Anspruch sein der Bundesliga oder dieser Bundesligisten, dass man solche Spiele gewinnt. Das sehe ich genauso und ich glaube, das sehen die Clubs auch genauso, dass sie diese Wettbewerbe erfolgreich gestalten. Ist ja nicht so, dass die Clubs diese Wettbewerbe abschenken, aber der Wettbewerb Bundesliga hat natürlich eine unfassbare Bedeutung für jeden einzelnen Verein von uns. Und ich habe mir auch die Mühe gemacht, meine letzten Wochen so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was ist passiert. Die deutsche Bundesliga hat mit Abstand die meisten Euroleague-Teilnehmer, weil bei uns eben der Wettbewerb relativ ausgeglichen ist. In Spanien, Italien, England sind es fast immer die gleichen Mannschaften, die weiterkommen, die sich natürlich irgendwann auch eine gewisse Routine aneignen, einen Kader aneignen, eine Stärke aneignen, was eben diesen Wettbewerb auch bedeutet. Natürlich finde ich, wenn ich jetzt an den deutschen Fußball denke, müssen wir alle diesen Wettbewerb mit viel Enthusiasmus und mit viel Freude angehen, weil es vielleicht für die meisten Vereine die einzige Chance ist, Titel zu holen. DFB-Pokal vielleicht noch, aber da ist auch Bayern ständig im Finale. Aber Europa League kann doch vielleicht ein Wettbewerb sein, wo man Titel holt. Sevilla macht nichts anderes die letzten Jahre. Aber es ist eben auch eine Mannschaft, die, glaube ich, zum 10. Mal in Folge Europa League spielt. Und das ist das, was in der Bundesliga sich gerade ein bisschen geändert hat. Wir in Gladbach sind auch 2012, nachdem wir vorher in der Relegation waren, wie Phoenix aus der Asche Vierter geworden, durften Champions League Quali spielen und haben dann Europa League gespielt. Natürlich mit null Erfahrung, mit null Kader, der dafür ausgelegt war. Und das haben wir uns in den Jahren dann ein bisschen aneignen können. Und das ist das, glaube ich, was das große Problem ist, dass diese Bundesliga so ein starker und so ein harter Wettbewerb ist, momentan nicht um die Meisterschaft, aber um die restlichen Plätze, dass sich eben viele darauf konzentrieren. Ich würde mir wünschen, das ist eben das, was auch unser Anspruch sein muss, dass wir den deutschen Fußball einfach besser vertreten, weil es geht ja nicht nur dann um meinen Verein, doch, aber es geht auch um den deutschen Fußball und da wünschen wir uns einfach, dass wir es besser machen. Herr Bruchhagen, ist das die Erklärung? Also läuft gar nichts falsch, es ist nur die fehlende Erfahrung der einzelnen Clubs? Es ist ein wesentlicher Teil der Erklärung, den der Max gerade vorgenommen hat. Aber ich bin trotzdem, wir haben jetzt wirklich eine Delle im Jahr 2017, das, was Herr Seifert angeprangert hat. Es hat sich in diesem Jahr mit allen drei oder vier Vertretern in der Euroleague so dargestellt. Ich bin überzeugt, dass wir 2018 unsere Lehren daraus ziehen und dass die Vereine, die Plätze 5, 6, 7 respektive 4, ob sie in die Champions League kommen, dass wir ein anderes Bild abgeben werden. Davon bin ich überzeugt. Ich halte das für einen einmaligen Ausrutscher, der hier in diesem Jahr passiert ist. Sehen Sie, stimmt, oder wollen Sie dazu noch was sagen? Also Sie haben ja auch international gespielt. Also wie ist die Doppelbelastung? Lässt sich dadurch erklären, dass die Saison deutlich schwieriger war als die letzte Saison für RB Leipzig? Also grundsätzlich, denke ich, wurde das gut erklärt gerade. Fakt ist natürlich, wenn ich über uns spreche, ja, wir sind aufgestiegen letztes Jahr, haben uns dann direkt für die Champions League qualifiziert und dass das dann natürlich eine Doppel- und am Anfang natürlich auch, wenn wir es immerhin eine Pokalrunde weitergeschafft, eine Dreifachbelastung ist, die diese junge Mannschaft so noch nicht kannte. Wir spielen immer noch zwischen 6 und 8 Spieler, die auch am Aufstieg von der zweiten in der ersten Liga beteiligt waren, die jedes Wochenende in der Startelf stehen und dass das natürlich für eine junge Mannschaft und auch für den gesamten Verein natürlich kompletter Neuland war, eine richtige Expedition, das war uns klar und dass das auch schwierig wird, in einer ausgeglichenen Champions-League-Gruppe die Gruppenphase zu überstehen, das war auch klar. Unterm Strich glaube ich auch, dass wir eine böse Delle erlebt haben, gesamt als deutsche Fußballliga. Die anderen Jahre war es besser und ich bin mir sicher, dass auch die Bundesliga Qualität hat, um sicherlich ein besseres internationales Jahr zu spielen, als es dieses Jahr war. Und noch ist ja auch noch nicht alles vorbei. Ne? Die FAZ hat in der Vorrecherche
hat geschrieben, wäre die Bundesliga ein Unternehmen mit internationalem Benchmarking, dann wäre die Konsequenz aus diesem Ergebnis klar, das Management müsste seine Sachen packen. Sehen Sie hier, dass die Medien überdramatisieren? Also ist es nur ein einmaliger Ausrutscher? Also gerne jeder von Ihnen gefragt. Oder müssen wir da wirklich so ein bisschen, was wir auch eben hatten mit Herrn Bierhoff, EM 2000, wir müssen hier Dinge wirklich ändern? Also wir haben mit Ralf Rangnick verlängert und auch gerne verlängert. Also weiß ich nicht, das ist sicherlich überspitzt formuliert. Ich glaube auch, dass jeder Verein das für sich dann selber analysieren muss, wieso, weshalb, warum. Und ich glaube auch, dass jeder Sportdirektor respektive Geschäftsführer und Vorstand dann auch weiß, woran es gehapert hat und dann versuchen wird, natürlich diese Dinge abzustellen. Weil sicherlich ist kein Verein in die Euroleague respektive in die Champions League gegangen, mit dem Anspruch, so schnell wie möglich wieder auszuscheiden. Und da jetzt dann irgendwo zu sagen, jetzt müssen die Manager den Hut nehmen, glaube ich, das ist nicht nur ein Stück weit überzogen, sondern völlig überzogen. Aber Fakt ist natürlich, und da sind wir wieder bei Herrn Seifert, dass man sich natürlich diesen kritischen Fragen auch stellen muss und dass jeder Verein für sich, und da gibt es immer individuelle Gründe, unsere habe ich eben erklärt, analysiert, wieso, weshalb, warum der europäische Wettbewerb nicht so verlaufen ist, wie man sich das im Vorfeld vorgestellt hat. Herr Eberl, was Sie sagten, dass der Wettbewerb in der Bundesliga so hart ist, ist das in anderen Ligen anders? Serie A, Premier League? Also machen Sie sich den Spaß, schauen Sie sich PSG gegen Stade Rennes an, das geht 8-0 aus und Sie haben nicht einmal im Spiel das Gefühl, dass es ausgeglichen ist. Wenn ich Bayern München heute sehe, die schlagen keinen 8-0. Die gewinnen ihre Spiele, weil sie einfach... Vorsichtig. Herr Rebert, ich habe es vergessen. In der Regel nicht. Das gibt es eben in anderen Ligen deutlich mehr. Und auch wenn du Real Madrid dann schaust, Barcelona, das ist natürlich, wenn du dann Spiele schaust wie Eibar oder Girona, kennt jemand diese Spiele? Ja, das macht eben dann eben nicht so viel Spaß, wie wenn du dann Arsenal gegen Tottenham oder Real gegen Barca anschaust. Also ich habe schon das Gefühl, dass diese Bundesliga ein extrem ausgeglichener Wettbewerb ist. Es gibt berechtigte Fragen, die wir auch zu beantworten haben, die wir auch klären müssen. Ich glaube, das, was jetzt von beiden Kollegen gesagt worden ist, dass wir in der nächsten Saison es anders haben werden, weil wir Mannschaften in diesen Wettbewerb haben werden, die mehr Erfahrung haben werden, so sieht das momentan aus. Wenn ich jetzt die Europa League nehme, wenn ich RB und Dortmund nehme, haben wir zwei deutsche Top-Clubs vertreten, die jetzt gegen italienische Vereine spielen, wo wir natürlich allen den deutschen Vereinen jetzt die Daumen drücken, dass da eben auch mal was passieren kann. Letztes Jahr haben wir mit Schalke im Achtelfinale gegeneinander gespielt, Schalke ist nachher dann gegen Amsterdam leider ausgeschieden, also auch da ist es ja nicht ein völliges Desaster gewesen. Ich habe das Gefühl, dass die Bundesliga schon ein extremer Wettbewerb ist und das, was jetzt mit Köln zum Beispiel passiert ist, habe ich in keiner anderen Liga gesehen, dass irgendeine von diesen Mannschaften, die in den Jahren davor oder in dem Jahr davor sich qualifiziert haben für den Wettbewerb, dann als Tabellenletzter mit 6 Punkten irgendwo standen. Das gibt es halt in der Bundesliga, unterschiedliche Gründe und natürlich müssen wir analysieren und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, aber wir dürfen auch nicht alles kaputt machen, das muss ich auch sagen. Ist denn die Dominanz der Premier League ein Problem oder auch eine Chance? Also ich glaube, wir gehen da gleich nochmal im Detail drauf ein. Stichwort ist Transferüberschüsse vielleicht auch ein Businessmodell für die Zukunft der Liga. Sehen Sie das als Chance oder als riesiges Risiko? Ich muss alle meine Topspieler, kriege ich weggekauft oder sagen, da kann ich wirklich auch gutes Geld mit verdienen? Ja, also erstmal ist, glaube ich, unser Business nicht, dass wir Geld verdienen wollen, sondern dass wir in unseren Mannschaften erfolgreich Fußball spielen wollen. Und da bietet halt die Premier League deswegen eine Chance, weil sie eben mit unfassbaren Summen leider Topspieler kaufen. Aber natürlich, wenn solche Jordan Sanchos oder andere Spieler eben dann nach Deutschland kommen oder französische Top-Talente, weil sie eben nicht mehr nach England gehen, weil sie eben dann nicht mehr die große Chance sehen, sondern in der Bundesliga einen tollen Wettbewerb haben, wo sie sagen, auch da können wir uns entwickeln, dann ist schon die Möglichkeit, die Chance auch da. Wie gesagt, es kann nicht jeder Top-Spieler nach England gehen, den Anschein hat es zwar, aber trotzdem haben wir wieder die Chance, tolle Spieler zu kreieren. Und ich glaube, wir sind alle stolz, wenn wir auf unseren Verein sympathisieren und da kommen junge Spieler, wir haben beide oder alle drei, glaube ich, sehr interessante junge Spieler in unseren Reihen, dann macht das einfach auch Spaß. Und das ist einfach die Chance, die müssen wir nutzen, wir müssen für uns diesen Weg finden. Und da, glaube ich, besteht aber nicht nur Risiko, sondern auch Chance. Herr Bruchhagen, wie ist das zum Beispiel mit Fiete Arp, der ja in Hamburg ein Shootingstar ist? Richtet man sich da schon darauf ein, dass der morgen zum anderen Club geht oder versucht man ihn zu halten und mit einer höheren Ablösesumme, dass er dann vielleicht morgen in die Premier League wechselt? Wie gehen Sie da vor? Also ich sehe ihn noch nicht als Shootingstar. Er ist der Beste seines Jahrgangs, ist er zumindest so dekoriert worden. Er hat das auch eindrucksvoll bewiesen in den jeweiligen Turnieren. Er hat eine hohe Qualität, er ist 18 Jahre alt und da muss man sehr, sehr zurückhaltend sein und vorsichtig sein. Ich lese natürlich alles, was über Fiete abgeschrieben wird. Das muss ich aber erst bestätigen.
Wir sind sehr froh darüber, dass wir einen Hamburger oder einen schleswig-holsteinischen Jungen, der mit 12 Jahren zum HSV gekommen ist, unser Nachwuchszentrum komplett durchlaufen hat, dass der mit einer solchen Qualität sich auch in der Bundesliga zumindest angedeutet hat. Die Verantwortung im Kampf um den Klassenerhalt, die ihm jetzt zufällt, die ist ein bisschen zu hoch. Und ich wage da auch keine Prognose. Aber es wäre sehr, sehr schön, wenn ein Prototyp dessen, was man sich wünscht, dass so ein norddeutscher Junge dann beim HSV Fuß fasst und auch zu der Weiterentwicklung der Mannschaft beiträgt. Ein Shootingstar, das ist mir doch noch, der Begriff ist mir doch ein bisschen zu früh. Okay. Herr Minzlaff, Sie haben Herrn Keita für, glaube ich, jetzt kumuliert um die 70 Millionen nach Liverpool verkauft, beziehungsweise wird im Sommer dorthin wechseln. Dafür muss Herr Trottler viele Sponsoring-Deals abschließen, um ansatzweise in solche Regionen zu kommen. Also ist das ein Businessmodell auch für RB Leipzig zu sagen, wir kreieren hier wirklich künftige Top-Spieler und ja, dann nehmen wir das Geld auch gerne mit? Was heißt ein Businessmodell? Also es gehört zum Business dazu und natürlich sind Transfereinnahmen genau wie Transferausgaben natürlich Bestandteil unseres täglichen Geschäfts und natürlich hätten wir Naby Keita auch gerne noch behalten, weil man natürlich auch mal abwägen muss, ne, wie viel hilft dir dann auch so ein Spieler dann auch für die Mannschaft und Naby Keita ist sicherlich eine große Säule unserer Mannschaft. Aber am Ende des Tages werden wir eine Ablösesumme bekommen, die uns natürlich erfreut, wenn wir sehen, zu welcher Summe wir den Spieler eingekauft haben, dass er natürlich maßgeblichen Beitrag geleistet hat, dass wir auch in der ersten Bundesliga-Saison so tollen Fußball gespielt haben und hoffentlich auch in dieser Saison noch ordentlich abschneiden. Und dann gehört das zum Geschäft. Aber zu sagen, das ist jetzt das Businessmodell, das sehe ich anders. Aber das gehört zum Business dazu. Wir möchten gleich mal einen Blick auf die Einnahmen aus den internationalen TV-Erlösen werfen. Da bitte ich die Technik einmal, das hatten wir jüngst in einem Artikel von uns. Hier macht die Premier League ja ungefähr 8-mal so viel Umsatz wie die Bundesliga, nämlich 1,8 Milliarden versus 220 Millionen. Kann das der Anspruch sein, dass man, dass die Bundesliga als Liga aus der größten Volkswirtschaft Europas, die den aktuellen Weltmeister stellt, dass wir da so weit hinterherhinken? Ist das, was sagen Sie dazu? Ja, also ich kenne ja, da ich Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga war, in Anfang des Jahrtausends, und da hatten wir natürlich auch mit der Internationalen über Herrn Daubitzer, Herrn Straub, die Anschluss gefunden haben, da waren die Unterschiede noch eklatanter. Und wir müssen einfach registrieren, dass eine große Ursache, nämlich die fehlende Kolonialzeit Deutschlands, hier eine große Rolle spielt. Die englische Sprache und auch dieses weit verbreitete Kolonialland England hat dann mit der Premier League und mit dieser Fußballkultur einen immensen Vorsprung erlangt. Und sie hatten auch eine größere, das muss man zugestehen, eine größere Professionalität in der Umsetzung. Und mir ist klar geworden, bei Scheich Mansour, wir waren im Trainingslager in Abu Dhabi mit Eintracht Frankfurt und waren dort Gast und im Emirates Palace, alles ganz großartig. Und im Gespräch hat sich dann herausgestellt, der ja mit Manchester doch eine enge Beziehung hat, dass er selbst gar kein Fußballenthusiast war, sondern seine vielen Söhne, die in England studiert haben, sind dann mit ihrer Neigung zur Premier League nach Hause zurückgekehrt und haben dort die Begeisterung und auch den Geschäftssinn möglicherweise des Vaters hervorgerufen, dass eben dann hier so ein großes Engagement, was hier dort vorliegt, eben zustande gekommen ist. Und egal, wo man hinkommt, sind wir natürlich etwas ins Hintertreffen geraten. Aber die Schrittigkeit, die hier nicht daraus hervorgeht, das, was Herr Seifert und sein Team in den letzten 7, 8 Jahren, das waren ja wahre Quantensprünge, die wir in der internationalen TV-Vermarktung erreicht haben, aber die Premier League erreichen zu wollen, muss sich auch realistische Ziele setzen. Also das kann ich mir zurzeit nicht vorstellen. Aber muss oder kann es das Ziel sein, dieses Gap weiter zu schließen? Sie sagen, man kann sie nicht erreichen. Auch die Premier League will sicherlich weiter wachsen. Aber ist es realistisch, das Ziel, diesen Gap zu schließen, Herr Minzlaff?
Ja, also das Ziel ist natürlich weiter zu wachsen und ich glaube, dass die Bundesliga natürlich noch ordentlich Wachstumspotenzial hat. Wir haben es jetzt gesehen bei der italienischen TV-Vermarktung, die jetzt zumindest mal vorläufig stagniert, deutlich rückläufiges Ergebnis hat oder zumindest dann, wenn überhaupt, stagnieren wird. Ja. Wir haben jetzt Herr Seifert hat mit seinem Team einen unfassbaren TV-Vertrag präsentiert. Das ist dann wieder die Art der Deutschen, dass wir es dann trotzdem schlecht reden, weil wir es dann direkt irgendwie mit der Premier League vergleichen. Ich glaube, dass wir stolz sein können über unser Produkt, dass wir sehr stolz sein können über die Entwicklung, die die Bundesliga genommen hat, aber dass wir jetzt, wie ich eingangs gesagt habe, natürlich ein Stück weit an der Kreuzung stehen und wo dann wir gemeinsam als Bundesliga natürlich dann auch Energie reinstecken müssen, um diesen nächsten Schritt gehen zu können. Und das ist natürlich ein schmaler Grat und das sind ja Themen, die wir sicherlich heute auch noch besprechen, weil wie viel kann ich kapitalisieren? Ja, wir wollen den Fan mitnehmen, wir wollen nicht eine Stimmung haben wie in der Premier League. Ich war zuletzt bei 2 Premier League-Spielen und da waren die Stadien nicht ausverkauft und die Stimmung war nicht so, wie wir sie bei uns in der Bundesliga kennen. Abgesehen davon, dass die Ticketingpreise natürlich auch gar nicht mehr zu bezahlen sind oder nahezu nicht mehr zu bezahlen sind für den normalen Fan. Und das ist halt ein schmaler Grat, auf dem wir uns jetzt bewegen. Aber natürlich hat die Bundesliga ausreichend Potenzial, weil es eine sehr, sehr attraktive Liga ist. Und jetzt gilt es darum, halt wirklich dann die richtigen Schlüsse zu ziehen und die richtigen nächsten Schritte dann auch zu gehen. Und dann werden wir dieses Gap auch nicht schließen, aber dann werden wir dieses Gap sicherlich verkleinern. Wobei für mich auch nicht immer der permanente Blick ist zur Premier League, sondern dass wir einfach unser eigenes attraktives Produkt weiterentwickeln. Ich glaube, die DFL hat ja ihre Auslandstochter jetzt auch neu personell aufgestellt und sich da auch neue Ziele gesteckt. Was sind da realistische Ziele? Also auch wenn Sie sagen, Herr Bruchhagen, da hat sich viel getan. Was glauben Sie, was ist realistisch für eine Bundesliga, was man erlösen kann? Also ich werde den Teufel tun und Herrn Seifert einen Marschallsstab in den Rucksack stecken. Der wird schon die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Es hat ja auch Auswirkungen auf das Bild der Bundesliga, auf den Content, den wir anbieten wollen, mit Terminen, mit all den Dingen, die wir in Deutschland zu beachten haben, die in England möglicherweise zu vernachlässigen sind. Ich glaube, dass die Premier League weitaus weniger Rücksicht nimmt auf das, was Vereinsmitglieder, was Fans und so weiter von der Bundesliga wollen. Dass die Stärke unseres Produktes der Bundesliga steckt natürlich auch darin und es muss nicht unbedingt das Ziel sein, die Vermarktungserlöse exorbitant zu steigern, sondern wir müssen sehr behutsam die Balance finden zwischen dem Produkt Bundesliga und den Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um auch international bessere TV-Erlöse zu erzielen. Auch hier befinden wir uns in einer Diskussion mit den Anhängern, mit den Zuschauern, mit den Fans, um das Gesamtprodukt zu schützen. Also das ist ein Balanceakt, das traue ich der Deutschen Fußballliga zu. Und in diesem Balanceakt wird die exorbitante Steigerung der internationalen TV-Einnahmen nicht unbedingt das primäre Ziel sein. Okay. Legen wir einen Blick auf die schon am anfänglich erwähnte Umfrage. Also welchen internationalen Stellenwert wird die Bundesliga wirtschaftlich und sportlich im Jahr 2025 haben? Da konnte man ankreuzen, es wird die führende Liga Europas sein vor der Premier League oder sie wird wie aktuell unter den Top 2 Ligen sein, mit klarem Rückstand zur Premier League oder Top 3 Liga, mittlerweile überholt von La Liga oder abgerutscht aus den Top 3. Lassen Sie uns mal gucken, wie Sie entschieden haben. Also relativ eindeutiges Ergebnis mit B und C. Also 41% glauben Top-2-Liga, also Erhalt des Status quo. Und 43% glauben, dass wir abrutschen oder von der La Liga überholt werden. Hätten Sie das so erwartet, Herr Minzlaff? Was ist Ihre Prognose? Also erwartet weiß ich nicht, aber ich glaube, dass 2025, 2030, dass sich zwei ganz starke Ligen durchsetzen und dann, das ist sicherlich die Premier League und ich glaube, dass das die Bundesliga ist, weil wir ein sehr starkes Produkt haben. Also daher hätte ich angekreuzt, dass wir uns unter den Top 2 Ligen befinden werden. Wobei La Liga, also international extrem Gas gibt, internationale Vermarktung wollen, glaube ich, in dem nächsten rechten Zyklus auf 1,3 Milliarden wachsen, wo die deutsche Bundesliga bei 220 Millionen steht. Haben zwei absolute Top-Clubs, teilweise drei Top-Clubs mit Atletico auch noch, haben aktuell zumindest die besten Spieler. Glauben Sie, das mal perspektivisch, was hat die Bundesliga da entgegenzuhalten?
Ich habe ja den Zeithorizont so Richtung 2030 mal ausgedehnt. Ja, was hat die Bundesliga dagegen zu halten? Also ich finde, dass wir halt eine sehr, sehr attraktive Liga sind. Sicherlich eine ausgeglichene Liga. Da kann man uns wieder vorhalten, dass es natürlich dann sehr ausgeglichen bis auf Bayern und Dortmund und dann auch mit Abstrichen Dortmund, die in der Regel dann natürlich die Meisterschaft unter sich ausmachen. Oder Bayern, die dann halt schon am 30. Spieltag spätestens deutscher Meister werden. Das ist natürlich in anderen Ligen anders und bietet dann natürlich auch viel mehr Interesse dann halt auch für die Zuschauer. Das ist sicherlich ein Thema, dass wir auf der einen Seite zwar einen starken FC Bayern haben, der natürlich auch ein Zugpferd ist, auch was die TV-Vermarktung angeht. Das ist ja nicht so, dass wir die Werte hätten wir nicht erreicht, wenn wir nicht eine Mannschaft wie Bayern München hätten, die wir jetzt im neuen TV-Vertrag haben. Also daher hat Bayern da sicherlich auch viel dazu beigetragen, weil es natürlich auch international ein sehr, sehr interessanter Club ist. Aber momentan natürlich, was die Strahlkraft angeht, fehlt uns natürlich neben Bayern und Dortmund noch der ein oder andere Club. Ja, und da ist etwas, wo wir natürlich schauen müssen, dass der Titelkampf in Deutschland was spannender wird. Ne? Momentan ist natürlich immer spannend, wer absteigt und in dieser Saison sicherlich, wer sich für die Champions League qualifiziert. Aber natürlich, dass du 3, 4, 5 Mannschaften hast, die auf einem Niveau spielen, das fehlt uns in der Bundesliga, das ist so. Das braucht sicherlich auch Zeit, weil die hervorragende Arbeit, die insbesondere Bayern München über viele, viele Jahre gemacht hat, das lässt sich dann natürlich nicht in wenigen Jahren aufholen. Wenn ich an unsere Talente, an unsere Akademien, an das Publikum denke, an die Stadien denke, also da ist extrem viel, was bei uns in der Waagschale liegt, dann kommen wir zu dem Thema, wo wir natürlich Gas geben müssen, wo ich aber auch eine Riesenchance dann halt sehe, dass wir dieses Produkt stärker nach außen tragen. Das Thema Digitalisierung, mit dem sich immer mehr Vereine beschäftigen, ist etwas, was uns sicherlich gut tun wird, um weiter zu wachsen. Also es sind relativ viele Bausteine, die wir haben und auch gleichzeitig Baustellen, die wir beackern können. Und wenn wir das gemeinsam auch als Liga machen, dann glaube ich schon, dass wir noch große Sprünge machen können und dass sich die Bundesliga als ein extremst attraktives Produkt auch international durchsetzen wird. Ich glaube trotzdem, dass die Anthropologie eine Rolle spielt. Ich glaube, dass die spanische Sprache und ich glaube, dass die englische Sprache insgesamt gesehen die Leute schneller an die Ligen heranführen als die deutsche Sprache. Und das ist natürlich alles das, was Sie sagen, Herr Minzlaff, ist komplett richtig, um eine Steigerung zu erfahren. Aber um im Wettbewerb bessere Anteile zu sichern, halte ich das nach wie vor für problematisch. Wir werden unseren eigenen Kampf kämpfen müssen, um diese Entwicklung zu haben. Und dann tut es natürlich weh, weil Sie sagen, wir haben neben dem FC Bayern nur bedingt Borussia Dortmund in den letzten Jahren als herausragendes Produkt erstellen können. Da tut natürlich so ein Abgang von Aubameyang, was auch immer man an Einzelheiten und Verständnis bei mir erweckt, dass Borussia Dortmund so handeln muss. Aber es ist ein Riesenverlust für die Bundesliga. Und der Kampf zwischen Lewandowski und Aubameyang ist ein Markenartikel der Bundesliga gewesen. Und das tut uns weh. Und deshalb sage ich mal, sollten wir uns nicht genau eben nicht diesen Wettbewerb leisten, sondern wir sollten uns unseren Wettbewerb und unsere Steigerung doch in den Fokus stellen und uns nicht abgrenzen zu La Liga bzw. zur Premier League. Aber ist nicht gerade das Fehlen an Stars ein Problem? Also ich habe mal zusammengefasst, die deutschen großen Nationalspieler spielen im Ausland, Toni Kroos, Mesut Özil, Semih Khedira, auch die nächste Generation ist ja schon abgewandert mit Herrn Gündogan, mit Herrn Sané, mit Herrn Draxler, wie gesagt, ganz zu schweigen von De Bruyne als Bundesligaspieler oder Star, Herr Keita geht jetzt wahrscheinlich, Aubameyang. Ist das nicht ein Problem, dass die Bundesliga mit Ausnahme vom FC Bayern keine Top-Spieler halten kann scheinbar? Die Frage, die ich mir stelle, kannst du das auch anders reglementieren? Also ich sag mal, die großen Clubs, und wir reden ja über die englischen Vereine, die ja mit unfassbar viel Geld auf dem Markt agieren. Also ich glaube, hier sitzen zwei und unser Geschäftsführer Stefan Schippers, die mit viel Weitblick so eine Sache anpacken. Und Einnahmen, Ausgaben sind dann doch nochmal eine wichtige Formel, wie ich gelernt habe. Gefühlt gibt es in England keine Einnahmen- und Ausgabenformel. Da gibt es nur Ausgeben, 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 Ausgeben. Und Manchester City ist jetzt stolz, dass sie eine Viererkette haben, die 400 Millionen Euro kostet oder 350 Millionen Euro.
Euro. Ja, das ist natürlich unfassbare Werte, da werden wir nicht dagegen anstinken können. Wir müssen hoffen, dass wir einen sportlichen Wettbewerb schaffen können. Und Herr Seferin hat jetzt 4 Thesen aufgeworfen, die ich für mich sehr, sehr spannend finde, wo man sagt, ja, lasst uns doch Kadergrößen reglementieren. 25 Spieler dürfen gemeldet werden, nicht mehr. Champions League, Euro League, beschwert sich keiner. In den Ligen zu Hause sagt einer, na unmöglich, da muss ich ja mindestens 40 Mann im Kader haben, um zu rotieren. Das ist doch Ihre Argumentation. Lasst uns doch klare Kadergrößen begrenzen. Lasst uns Höchstgrenzen an Gehältern finden und geht es darüber hinaus? Kannst du? Musst du aber richtig Strafen bezahlen, damit eben andere Vereine, andere Landesverbände, andere Föderationen davon profitieren können. Also ich glaube, das wird der Ansatz sein. Ich glaube nicht, dass wir, wie gesagt, ich bin jetzt keiner, der die Finanzen ganz tief drin ist, aber dass wir von heute auf morgen diese Erlöse aufholen können. Es muss sportliche Reglementierung geben, um spannende Wettbewerbe zu haben. Das finde ich viel interessanter, diese Thematik. Absolut interessant. Die Frage ist nur, wird es durchgehalten? Also Financial Fairplay war auch ein Versuch, das zu reglementieren. Trotzdem gab es dann Paris Saint-Germain mit Neymar. Das Problem ist doch, wenn der Verein 300 Millionen für Ablösen ausgibt, dann zahlt er die 60 Millionen Strafe auch noch pro Jahr. Das juckt ihn ja gar nicht. Aber wenn er irgendwann mit 3 Punkten minus in die Gruppenphase einsteigt und Angst haben muss, weiterzukommen in die K.O.-Phase, wie ist es denn dann? Dann bin ich schon mal gespannt, wie man reagiert. Also ich finde, man sollte auch einen sportlichen Ansatz zu finden, dass ich weiß, es gibt Rechte und es gibt Gesetze, die das eben und Freiheiten, die erlaubt sein müssen. Aber trotzdem ist es für mich ein Ansatz, den der Herr Seferin gegeben hat, die zumindest zu diskutieren sind in dieser Fußballwelt. Herr Bruchhang, Sie sind schon lange dabei. Glauben Sie, das ist durchsetzbar im internationalen Fußball? Das ist immer die Frage. Uli Hoeneß hat ja heute Morgen das Beispiel genannt, dass es dem FC Barcelona auch 300 Millionen egal sind, die er nicht investieren kann in das Nou Camp-Stadion. Und ich glaube, dass es immer alle Reglementierungen, die ich miterleben durfte, beginnend mit der Bundesliga mit 1.200 D-Mark, das Beispiel 1. FC Köln, der dann 2 Spieler geholt hat, danach dann verschiedenste Reglementierungen, Salary Cup, alles das, was wir versucht haben, das ist immer eine Frage der Sanktionierung. Und mir fehlt der Glaube, dass wenn wir Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona sanktionieren würden, dass sie die Team-AG, die Rechte der Champions League ausgeweitet hat, dass die natürlich ihre großen Protagonisten nicht ernsthaft sanktionieren kann. In der Tat, Geldstrafen haben kaum Wirkung, aber dass man so weit zur Sanktionierung geht bis zum Punktabzug, wie du es aus sportlicher Sicht richtig argumentierst, da fehlt mir jedes Vorstellungsvermögen. Denn das sind ja die Protagonisten, die die großen Summen herbeiführen. Ja, es ist ja nicht der FC Porto und es ist ja auch nicht Ajax Amsterdam, sondern es sind die gerade genannten großen englischen und die spanischen Vereine, Juventus und vielleicht auch die Mailänder Vereine, das mag sein, und der FC Bayern München. Und einen solchen Verein zu sanktionieren, da fehlt mir das Vorstellungsvermögen. Aber dann laufen die Vorschläge von Herrn Seferin ins Leere? Das weiß ich nicht. Ich habe gesagt, nur mir fehlt das Vorstellungsvermögen. Okay. Anderes Thema, weil uns läuft die Zeit sonst davon. Könnte ein weiteres Thema, was wir auch morgen nochmal deutlich ausgiebiger diskutieren werden, das Thema 50+1 sein. Soll 50+1 flächendeckend gekappt werden, Investoren noch mehr in den Fußball, damit, weil aktuell zumindest eine These 50+1 vor allem die Dominanz des FC Bayern schützt, wäre es sinnvoll, 50+1 frühzeitig jetzt zu kippen? Herr Mitzloff. Ja gut, das ist, Sie sagen ja, die Zeit rennt uns davon, also daher werden wir da jetzt nicht in 12 Minuten über 50+1 sprechen können. Fakt ist, und ich fand das, was Herr Rummenigge gesagt hat, sehr zutreffend, dass man vielleicht überlegen sollte, dass jeder Verein selber entscheidet, wie er damit umgeht. Und dass es wann auch immer irgendwann sicherlich eine Adaption von 50+1 geben muss, also dass diese Regel sicherlich überarbeitet werden muss, das ist klar. Aber wir haben auch immer gesagt, und das kann sehr wohl auch aus unserem Munde kommen, weil wir versuchen, sehr nachhaltig zu arbeiten, und all die unseren Weg jetzt auch begleiten konnten, haben gesehen, dass wir sehr nachhaltig arbeiten und dass wir uns keinen Kader zusammenstellen, irgendwie, um in die Bundesliga aufzusteigen, und dass wir uns dann nicht wieder einen neuen Kader zusammenstellen, der dann die Champions League Quali schafft, sondern zwischen 7 und 8 Spieler spielen jeden Samstag in unserer ersten Elf, die
wie ich eben schon mal gesagt habe, am Aufstieg von der zweiten in der ersten Liga beteiligt waren. Was ich damit sagen will, ist, natürlich muss es nachhaltig sein. Und wenn wir über eine Auflockerung oder neue Regeln der 50-plus-1-Regel nachdenken, dann müssen wir natürlich sicherstellen, dass so ein Club, und wir haben ja eben über die Werte auch in unseren Clubs gesprochen und auch das Thema Fans, was hier auch gewachsen ist in der Bundesliga, dass ein Investor natürlich diesen Club nicht als Spielzeug benutzt, sondern dass wir halt hier nachhaltige Investments haben. Und dann kann man darüber nachdenken, aber wie gesagt, ich schließe mich der Auffassung von Herrn Rummenigge an, dass man das idealerweise sogar bei jedem Club einzeln überlässt, dass er dann entscheidet, zusammen mit seinem Gesamtverein, wie man damit umgeht. Herr Bruchhagen, wäre es nicht aus Sicht von Herrn Kühne beispielsweise, wenn er mehrheitlich den HSV gehören würde, würde er denn nicht deutlich offensiver auch noch investieren? Wäre das nicht für den HSV eine gute Option? Ich glaube, dass Herr Kühne den HSV niemals als ein Finanzobjekt oder als ein, der Begriff des Investors, das wird ja vielfach vergessen, beinhaltet ja immer noch eine Gewinnerzielungsabsicht. Ja, das wird viel zu sehr unterschlagen. Und die Investoren in der Bundesliga oder beziehungsweise dann in einer solchen von 50-plus-1 befreiten Bundesliga hätten sicherlich ganz andere Absichten. Nach wie vor stößt es bei den Vereinen, bei denen ich zuletzt tätig war, sowohl bei Eintracht Frankfurt als auch beim Hamburger Sportverein, stößt es auf Traditionsvereine, die doch basierend auf Mitgliedern, basierend auf Zuschauerzahlen, die durch ihre Mitgliedschaft sich dem Verein zugehörig fühlen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ihnen der Verein auch ein bisschen gehört. Und mir fehlt das Vorstellungsvermögen, dass ein Investor, der den Verein in Gänze übernimmt, am Ende sich die Sympathien der Stadt, der Community holt, der dort sehr dominant in einem Verein auftritt und dann möglicherweise nach Gutsherrenart seine 100%, die er erworben hat, dort auch verwaltet. Die Zeit ist noch nicht reif, dass ein solcher Investor Erfolg haben wird mit einer kompletten Übernahme eines Traditionsvereins. Das ist mein Gespür dafür. Ich wage nicht davon auszugehen, wenn der FC Bayern München in den nächsten 8 Jahren wieder deutscher Meister wird, permanent. Und wenn dann Schalke 04 oder Eintracht Frankfurt, die zuletzt 1958 deutscher Meister waren, das ist ja schon ein paar Jahre her, und Eintracht 1959, wenn diese großen Vereine dann irgendwann mal dann von all diesen, von der hehren Gefühlsgrammatik, dem Verein gehört uns, dann abkehren und dann letztlich zu einem Wandel der Gesinnung bereit sind. Das könnte ich mir vorstellen, aber in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren sehe ich diese Möglichkeit bei den Traditionsvereinen nicht. Okay, Sie haben es angesprochen, FC Bayern 8-mal in den nächsten 8 Jahren Meister. Herr Bruchhagen, also Herr Ebel, Herr Bruchhagen hat das über Jahre ja kritisiert, auch bei uns auf unseren Bühnen, die zunehmende Spreizung der Liga. Ja, hallo, vor 8 oder 10 Jahren habe ich hier schon mal gesessen und habe in der Tat die Prognose gestellt, in den nächsten 10 Jahren oder vor 6 Jahren recht, mit Bayern 8-mal deutscher Meister. Ich glaube, ich habe nicht recht, weil Sie in den nächsten 10 Jahren 10-mal deutscher Meister werden. Das war jetzt groß. Sehen Sie das auch als Problem, die zunehmende Spreizung der Liga? Na gut, es ist bestimmt nicht attraktiv, wenn Bayern 10-mal Meister wird. Das sehe ich genauso. Und deswegen ist es schon, dass wir uns da Gedanken machen müssen, wie kriegen wir auch ein stärkeres Verfolgerfeld hin, wie kriegen wir mehr Konkurrenzsituationen wieder hin. Es ist zwar ein bisschen paradox, weil wir haben vor 4 Monaten in Dortmund 6-1 sang- und klanglos verloren, haben dann scheinbar Dortmund zu sehr in Sicherheit gewogen, weil dann haben die kein Spiel mehr gewonnen. Aber zu dem Zeitpunkt waren Dortmund, glaube ich, 7 und 8 Punkte vor Bayern München. Also es war wirklich eine paradoxe Situation. Und jetzt reden wir 4 Monate später darüber, über die Langeweile der Bundesliga. Also es ist wirklich extrem. Dortmund ist der große Konkurrent von Bayern München momentan. Ich traue euch das auch zu in Zukunft, da eben Bayern auch gefährlich werden zu können. Aber natürlich braucht... Ja. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Ich habe das 8-0 nicht vergessen, Herr Gewert. Und dann hoffe ich einfach, dass man da wieder einen Wettbewerb hat, wo es wirklich mehr Spannung auch dabei ist. Das ist einfach der große Wunsch. Ich hoffe, dass wenn Mannschaften eben dann regelmäßiger auch die Champions League schaffen, da sich dann eben auch eine, und die nächsten Jahre wird ja die Champions League nochmal einen extrem großen Sprung in der Einnahmequelle bedeuten, auch darüber sich eben auch die Konkurrenzsituation gegen Bayern etwas zu verstärken. Das würde ich mir wünschen.
weil es einfach schade ist, dass das relativ früh entschieden ist, der Rest in der Liga für mich doch eine sehr große Spannung beinhaltet. Also ich sage mal, jetzt kann man wieder über die Qualitätsfrage stellen, bedeutet das, dass der Rest der Liga eben nicht die Qualität besitzt? Ich empfinde schon, dass die Qualität da ist, momentan aber jeder ein Stück weit versucht, seinen Erfolg zu erzielen, nämlich diese große Chance, die diese Dichte gerade gibt, Champions League zu erreichen oder Euro League zu erreichen, so ein bisschen diese Spielfreude limitiert. Das ist momentan so, das merkt man allenthalben, das merken wir in unserem Verein auch. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir da wieder eine ausgeglichene Kampf um die Meisterschaft haben, weil der Rest der Liga für mich sehr, sehr umkämpft ist. Wir haben die Frage auch gestellt, wie bedrohlich ist die zunehmende Dominanz des FC Bayern München für die Attraktivität des Produkts Fußball-Bundesliga? Hier Ihre Stimmen. Also eins ist gar nicht bedrohlich und fünf ist sehr bedrohlich. Das sieht doch ziemlich bedrohlich aus mit Blick auf. Wie schätzen Sie das ein? Also hat das wirklich Auswirkungen auf die Wertigkeit des Produkts? Weil Sie sagen, ja, hinter eins ist eigentlich ein fairer Wettbewerb oder ist ein guter Wettbewerb, aber am Ende des Tages ist das wichtigste Produkt der Wert des Produkts ist die Meisterschaft. Ich glaube, wir erinnern uns alle gerne. Da warst du nicht in Hamburg gewesen, als Bayern damals Meister wurde, letzten Sekunde in Hamburg und noch den Kontrahenten abgefangen hat. Also wir erinnern uns natürlich gerne an diese Fights, die bis zum letzten Spieltag gegangen sind und nicht um Relegationsplatz, sondern um die Meisterschaft. Also nochmal, wir sehen es ja nicht anders. Wir sagen ja auch, wir müssen schon aufpassen, dass eben Bayern nicht zu sehr, auch wenn natürlich Heribert, der das seit Jahrzehnten hervorragend macht, das propagiert, dass es eben sein kann, dass Bayern die nächsten Jahre wieder deutscher Meister wird. Aber jetzt können wir uns laufen lassen, können sagen, ja gut, wir armen oder wir müssen eben versuchen, da auch zusammen, und da geht es eben nicht nur um meinen Verein, sondern um das Produkt Fußball-Bundesliga, sich Gedanken zu machen, wie man eben auch diesen Wettbewerb, und das möchte Bayern in München ja auch, sind ja auch interessiert, dass es ein spannendes Produkt bleibt, das, was wir da tun können. Und das ist die Aufgabe, die wir die nächsten Jahre definitiv haben werden. Und wir haben wie ein Damoklesschwert, das muss man sagen, das ist heute Morgen auch zur Sprache gekommen, das sind ja exorbitante Zahlen, die jetzt in der Champions League in den neuen Vertrag ausgerufen werden. Und die drei, vier Vereine, die die Champions League erreichen, werden noch innerhalb der Spreizung noch mal eine enorme Spreizung nach oben vornehmen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Clusterung dann sich verstärkend fortsetzen wird. Wer jetzt im nächsten Jahr in die Champions League kommt, der hat wunderbare Chancen, langfristig in der Champions League zu verbleiben, zumal wir bei Bayern München schon als gesetzt betrachten müssen. Aber die Vereine, die es dann schaffen, bekommen ja ein enormes Aufgeld und im zweiten Jahr noch ein größeres Aufgeld und entfernen sich dann von der Liga entscheidend. Die Euroleague ist ja zwar etwa eine Idee besser dotiert, aber fällt klar ab gegenüber der Champions League. Das wird Konsequenzen auf die nationalen Wettbewerbe haben, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Spanien, Italien und überall. Und man wird sehen, wie weit das Produkt der Bundesliga auch angreifen kann, dieser Sachverhalt, der dann praktisch die Champions League-Teilnehmer mehr oder weniger zementiert durch die riesigen Mehreinnahmen, die sie haben. Das ist da sehe ich eine Problematik, die auf uns zukommen könnte. Aber ich finde ja auch, dass es in anderen Ligen nicht anders ist. Also ich denke, wenn man das jetzt bei München bei uns nimmt, PSG in Frankreich, Juventus in Italien, Real und Barca, zwei astronomische Vereine in Spanien. In England sind es eben die 5, 6 Top-Clubs, weil die natürlich, wie gesagt, anderswo Geld generieren in unglaublichen Art und Weise. Aber die Befürchtung musst du eigentlich in allen 5 Top-Ligen haben, dass es wirklich einen Global Player gibt, der allen vorweg eilt. Und das ist natürlich in Summe auch bedrohlich. Ich habe nur mal, wenn ich das sagen darf, ich habe nur mal leider nicht die Gnade, sondern das Problem der frühen Geburt. Ich habe nämlich noch in Schalke 1989 erlebt, dass wir alle Bundesligisten das gleiche Geld gab, nämlich, glaube ich, 680.000 D-Mark pro Jahr für alle Bundesligisten. Und ich habe dann in der Folge immer wieder miterleben müssen, wie sich eine Spreizung entwickelt hat, die dann immer größer geworden ist und einen solchen Unterschied gemacht hat. Der Etatunterschied zwischen dem Hamburger Sportverein und Bayern München war 1992, als die Bayern von uns oder 93 Carsten Behron holen wollten, lag der bei 40%, der Lizenzspieler-Etat-Unterschied. Heute ist der Lizenzspieler-Etat-Unterschied zwischen dem HSV und Bayern München bei 600%. Und das sind schon Dinge, die ein bisschen etwas Angst machen, was den Wettbewerb angeht und die Durchlässigkeit. Da bin ich von Sorge getragen und habe diese Entwicklung eben immer miterleben dürfen. Damit will ich das Produkt Bundesliga nicht runterreden. Wir sind nach meiner Empfinden das tollste Produkt, die beste Liga, nach wie vor weltweit. Aber dieser Sachverhalt,
der tut schon weh. Und wenn man das dann auf 2025 projiziert, dann muss man ein bisschen Sorge haben. Hat Herr Holzhäuser recht, dass wir den Wettbewerb grundlegend ändern müssen, dass wir am Ende Playoffs ausspielen? Ist das die Lösung? Dann hätten wir zumindest am Ende, am letzten Spieltag oder am Ende der Bundesliga-Saison auf jeden Fall Spannung. Naja, ich habe ja in meiner vorherigen Funktion auch als Verantwortlicher für den Club in New York in der MLS die Playoffs erlebt und bin kein Befürworter von den Playoffs, zumal der Wettbewerb dann per se, der bleibt ja gleich, die 34 Spieltage und dann, weiß ich nicht, spielt der Erste gegen den Sechsten und der Zweite gegen den Fünften, der Dritte gegen den Vierten, dann nochmal zwei, drei Playoff-Spiele, weiß ich nicht. Also das hat, das gehört zu den USA, weil das ist ein Playoff-Land, das haben die in allen Sportarten oder nahezu in allen Sportarten. Aber ich glaube, dass das die Attraktivität der Bundesliga dann über die gesamte Saison und die Bundesliga lebt ja auch von dieser gesamten Saison und nicht nur dann von diesen Playoff-Spielen, dass das nichts verändern würde. Also ich bin kein wirklicher Playoff-Fan. Wobei die Relegationsspiele ja enorme Reichweiten oder enorme Einschaltquoten, glaube ich, zweistellige Millionenzahl. Also wenn man sich vorstellt, dass zwischen Dortmund und Bayern oder Gladbach und Bayern oder um die Meisterschaft, dann könnte man sich wahrscheinlich vorstellen, dass das den möglichen zukünftigen TV-Vertrag auch nochmal aufwertet. Am Ende, wenn man dann sagt, da spielt der Erste gegen den Zweiten, dann nochmal das Playoff-Spiel nach 34 Spieltagen, ja, dass das sicherlich eine hohe Reichweite dann erzielen würde, Hin- und Rückspiel, sicherlich ähnlich wie bei Relegation, weil es ist ja spannend, ne? Steigt jetzt mein Verein ab oder bleibt er drin oder steigt mein Verein auf? Absolut, aber ich glaube jetzt nicht, dass das die Lösung wäre, dass wir dann sagen, na, dann ist egal, dann hat Bayern weiterhin die von Herrn Bruchhagen angesprochenen 600% mehr Budget für den Kader und dominiert dann trotzdem über diese 34 Spieltage. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Abschließend, weil die Zeit ist in der Tat schon abgelaufen, eine kurze Frage noch zum Thema Digitalisierung. Wo sehen Sie da die größten Herausforderungen? Wir haben heute, glaube ich, an verschiedensten Ebenen, wir haben uns ja als Motto der Konferenz Spobis auch for the future of sport gesagt. Also wo sehen Sie in dieser digitalen Transformation auf Clubseite die größten Herausforderungen? Also Herr Minzlaff, Sie haben ja, glaube ich, auch bewiesen, dass Sie in verschiedensten Positionen, hat eben schon Herrn Trotloff angesprochen, der glaubt, das Marketing oder den Vertrieb bei Ihnen macht. Ich glaube, Sie haben Ihren Finanzdirektor von Puma geholt, haben verschiedenste Führungspositionen in Ihrem Club, sage ich mal, mit extern besetzt, nicht aus dem Fußballbusiness. Also brauchen wir da neues Personal, noch ein Stück weit eine neue Kultur, um diese digitalen Prozesse auch anzustoßen? Das weiß ich nicht, das muss jeder Verein für sich selber definieren. Also Fakt ist mal, dass wir die im Fußball arbeiten, die kommen bei uns auch aus dem Fußball. Für mich war wichtig, wir brauchen jetzt keinen, der dann noch Ralf Rangnick erklärt, welcher Linksverteidiger jetzt vielleicht noch Sinn machen würde oder nicht. Das weiß Ralf Rangnick selber. Und deswegen haben wir geguckt, was sind dann für die jeweiligen Bereiche, auch auf der Geschäftsstelle, die wirklichen Experten. Und da hat mich nicht interessiert, ob der jetzt aus dem Fußball kommt oder ob der aus anderen Bereichen aus der Wirtschaft kommt, sondern dass der natürlich ins Team passt, dass der Verständnis hat für das, was wir erreichen wollen und dann auch die nötigen Skills mit sich bringt. Und dementsprechend haben wir unser Team zusammengestellt und tatsächlich ist jetzt da niemand dabei, der vorher in einem Fußballverein gearbeitet hat. Aber da hat jeder Verein sicherlich auch sein eigenes Modell und jeder Geschäftsführer seine eigenen Vorstellungen. Digitalisierung, weil das war ja die Eingangsfrage, ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, wo wir auch Nachholbedarf haben. Also wenn ich da nach Barca schaue, Real schaue, und bei uns sind es eigentlich nur Bayern und Dortmund, die sich wirklich ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigen, dann sehe ich da natürlich auch noch viele Potenziale, um den Fan halt einfach noch anders abzuholen. Das Fanerlebnis im Stadion wird immer wichtiger, der Service für den Fan wird immer wichtiger und da geht es auch nicht nur darum, wie kann ich den Fan noch möglicherweise kapitalisieren, sondern da geht es dann tatsächlich darum, was kann ich dann auch für einen Mehrwert dem Fan bieten und wie kann ich ihn auch stärker und intensiver erreichen. Und das sind Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Bei uns ist natürlich halt einfach die Situation, dass wir 2009 gegründet wurden und natürlich in vielen Bereichen immer noch hinterherlaufen, hinter der schnellen sportlichen Entwicklung. Aber auch das ist etwas, wo ich, und das hat auch Herr Seifert ja ein Stück weit eingefordert, wo ich dann auch einfordere von unserem Team, dass wir diese Schritte auch zügig gehen, weil sie halt nicht nur wichtig für uns sind, sondern sie sind dann auch wieder wichtig im Kollektiv, dass wir als Bundesliga dann auch ein starkes Bild nach außen abgeben.
Herr Bruchhang, ist auch für Sie das Thema Digitalisierung so ein wichtiges Thema? Ja, zumindest kann man an dem Beispiel erkennen, dass wir bei den Neueinstellungen, die wir vorgenommen haben, allein schon im letzten Jahr, diese Gruppierung, diese Abteilung groß an Bedeutung gewonnen hat. Und wir haben uns angelehnt, auch sehr viel, schon sehr frühzeitig haben wir das aus dem Bertelsmann-Konzern schon frühzeitig erfahren, aus der ursprünglichen Idee vor 30 Jahren, als es die Adressenzentrale gab, mit der man begonnen hat, wo man den Kunden ausgeforscht hat, um ihn auch entsprechend zu versorgen. Daraus ist ja inzwischen eine Serviceleistung geworden, ohne dass man nicht nur den wirtschaftlichen Hintergrund hat, der erfüllt sich im Augenblick noch nicht, sondern dass man einfach dem Anforderungsniveau des Anhängers des Hamburger Sportvereins nach Information, nach Angeboten, dass man dem komplett gerecht wird. Da steigt in der jungen Generation eine Erwartungshaltung, die wir als Dienstleister in der Bundesliga erfüllen müssen und erfüllen wollen. Und das spiegelt sich dann eben auch wieder in dem Wachstum dieser Abteilungen. Aber ist das für Sie auch fremd, wenn Sie sehen, Sie haben früher auch Clubs schon geführt, also welche Spezialisten man da mittlerweile haben Nein, muss? Nein, das macht im Gegenteil, wir beobachten den Markt und wir haben jetzt im Bereich E-Sports einen jungen Mann eingestellt, der den Auftrag hat, in diesem Jahr in Schalke zu hospitieren, überall bei allen Vereinen zu schauen und zu gucken. Leipzig hat auch E-Sport. Was sinnvoll, Leipzig auch und so weiter. Also man muss jetzt nicht den Schnellschuss machen, sondern man muss gezielt beobachten, wo sich neue Geschäftsfelder entwickeln und muss dann an diese Thematiken zielgerichtet, aber relativ unaufgeregt herangehen und muss sich erst ein Bild machen. Und ich glaube, dass wir da die richtige Mixtur gefunden haben. Herr Ebel, abschließend, muss auch die Liga selbst oder jeder Einzelne sich auch da neu hinterfragen? Ich finde sehr spannend, Sie hatten jüngst ein Interview, glaube ich, gegeben, wo Sie gesagt haben, Manager müssten vielleicht auch Weiterbildungen machen oder müssten auch eine Lizenzierung haben. Also muss man da auch gewisse Praktiken einfach neu hinterfragen, um sich fit zu machen für die Zukunft? Ich habe auf die Thematik, ob Sportdirektoren auch eine gewisse Ausbildung haben sollten, habe ich gesagt, ja, es wäre schön, wenn es da eine Möglichkeit gibt. Ich habe jetzt von Heribert gelernt und habe seine Interviews gelesen, seine Arbeiten verfolgt und habe versucht, da was Gutes rauszuziehen. Habe ich eine Menge gefunden übrigens. Ja, aber zum Glück muss man als Fußballmanager kein Ingenieur, kein Architekt und kein Akademiker sein. Ja, da kann ich nur davor warnen. Denn die Sozialkompetenz und das Gespür für die Sportart, das sind schon wesentliche Bestandteile. Und wenn das mehr und mehr sich verändert, da bin ich kein Freund davon. Und deswegen habe ich darauf eben das geantwortet, dass es eben auch, es gibt einen Fußballlehrer, schon einen Geschäftsführer, haben alle Studien abgeschlossen. Und Sportdirektor kannst du ja vom Platz direkt an den Schreibtisch gehen und handelst mittlerweile über hunderte Millionen Euro. Also deswegen bin ich dann befürwortet, dass man schon da eben auch einen gewissen Background haben sollte. Ich durfte dann 4 Jahre in der Jugendabteilung von Gladbach lernen. So habe ich mir ein Stück weit eben was angeeignet, was ich jetzt versuche als Geschäftsführer auch umzusetzen, Zusammenhänge zwischen Finanzen zu verstehen und nicht einfach zu sagen, ich brauche einfach mal 5 Millionen, um Spieler zu kaufen, sondern zu verstehen, was bedeutet das im Umkehrschluss und wie ist das zu finanzieren auch. Also das war das, was ich gesagt habe und da müssen wir uns auch, finde ich, im Sport und wir auch Sportdirektoren dem stellen, dass es eben ganz normal sein muss, dass wir Know-how haben müssen, um diesen Job zu machen und nicht nur mal Fußball gespielt zu haben, auf dem Platz gestanden zu haben, Befehlsempfänger zu sein, ist das eine, das kann man herausragend machen, deswegen heißt es noch lange nicht, dass man den anderen Job dann wirklich eben auch zu führen und zu lenken und zu leiten genauso gut machen kann. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die Erfahrung auf dem Platz schadet nicht, aber ist nicht allein dazu, die Grundlage, einen guten Job zu machen als Sportdirektor. Ich wollte eben natürlich sagen, Ihre Frage bezog sich auf den Sport. Selbstverständlich muss der CFO sollte eine fundamentale Ausbildung haben, der Geschäftsführer, Personalentscheider selbstverständlich eine fundamentale Ausbildung haben. Aber gerade wir Fußballer oder wir aus dem Sport kommenden, vom Fußball kommenden, zu denen betrachte ich mich, auch wenn ich nur Zweitligaspieler war, auch, wir müssen natürlich immer auf der Hut sein, damit uns unsere Finanzvorstände nicht immer erklären, warum was nicht geht. Ja, also da muss man schon, von daher ist man schon genötigt, im Laufe der Jahre sich selbst mit Bilanzen und mit Abschreibungen und mit all diesen Themen, die da hineinkragen, vertraut zu machen. Sonst ist der Finanzvorstand der eigentliche Chef und da muss man schon ein bisschen auf der Hut sein als Sportverantwortlicher.
Dann herzlichen Dank, meine Herren. Wir konnten einige Themen nur anschneiden. Ich könnte noch eine Stunde weiter reden, habe noch viele Fragen auf dem Zettel. Aber ich glaube, das Bierchen ruft. Also herzlichen Dank an Sie erstmal. Applaus